Hallo, hier ist Friederike von The Joy of Syntax and English in Color mit einem kleinen Aussprachehilfe-Video. Das englische Wort Thumbnail wird ja jetzt auch im Deutschen als Fremdwort benutzt. Das gibt es schon im Duden, könnt ihr mal nachschauen. Und sowohl in der deutschen Aussprache wie auch, wichtiger noch, im englischen Original ist das B, was in diesem Wort erscheint, stumm. Das hört man also nicht, es wird überhaupt nicht mit ausgesprochen. Also der Daumen ist Thumb und dann der Nagel, Nail, Thumbnail, ist eigentlich ursprünglich der Daumennagel, aber jetzt benutzen wir es natürlich als Fremdwort im Deutschen wenn wir eine Miniaturansicht meinen oder so eine kleine, so ein Vorschaubild, wie zum Beispiel auf YouTube, ne? Da kann man ja dann so einen Thumbnail hochladen. Ja, es fängt also mit einem stimmlosen TH an und dann, wenn wir es klangstabilieren nach meinem Klangalphabet, dann haben wir das wie in dem Wort Donner, Thunder oder Thrush, die Drossel. Dann haben wir so ein Sound, so einen zentralen Vokal, wie in der Farbe Rust oder dem schönen Wort Love. Und dann Thumbnail. Und im Englischen sind die Nasale auch so ein bisschen summender. Thumbnail. Ja, ich hoffe, das hilft euch. Und für die, die Lust haben, guckt nochmal eine Slide weiter, eine Folie weiter. Da habe ich jetzt mal den Daumen, Thumb, mit einem Wort gegenübergestellt, was ein Verb oder ein Nomen sein kann. Und als Verb heißt es Klopfen, Pochen und verschiedene andere. Hat es Bedeutung in die Richtung. Und als Nomen ist es ein dumpfer Schlag. Oh, nicht schlagt, sondern Schlag. Habe ich mich verschrieben. Okay. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Hund auf dem Boden liegt und mit dem Schwanz so auf den Boden klopft, dann ist das so poch, poch, poch. Und das kann man dann sagen, the dog was thumping its tail. Was thumping its tail on the floor oder sowas. Ja, thump. Und da hört man eben das P. Also das W in dem Wort thumb ist stumm und das P in dem Wort thump ist nicht stumm. Ja, das fand ich mal interessant. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Denkt dran, es gibt die kostenlos verfügbaren Lexika und die können einem sehr helfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sehe euch im nächsten Video. Tschüss!